Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man allen Reden oder beziehungsweise einigen Reden heute Morgen hier zugehört hat, dann muss ich sagen, das ist schon sehr polemisch, sehr spaltend. Und natürlich gebe ich den Kollegen Peter Weiß und Karl Schieberling recht, es geht um Wahlen, die hier einfach suggestieren wollen und Wahlveranstaltungen, dass wir einfach gucken müssen, wie gehen wir mit dem um, was wir in Deutschland alle gemeinsam hart erarbeiten. Sie haben von den Linken Ihren Rentenantrag bereits im Januar 2017 eingebracht, das ist vorhin schon mal gesagt. Sie haben erstaunlicherweise kurz nach dem Alterssicherungsbericht Ihren Antrag eingebracht. Und jetzt reden wir auch über Armuts- und Reichtumsbericht. Also wer jetzt hier etwas dahinter vermutet, dass immer Ihre Anträge dann kommen, wenn es gerade noch einmal diese Berichte gibt, lasse ich mal außer Acht. Die Alterssicherung in Deutschland steht nach wie vor, und das finde ich ganz wichtig, auf drei Säulen: auf der gesetzlichen Rente, auf der betrieblichen Altersvorsorge und auf der privaten Altersvorsorge. Alle drei Säulen, und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, sind abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Ohne gute wirtschaftliche Entwicklung ist eine Alterssicherung nur sehr, sehr schwer erreichbar. Ohne sie wird es nicht gehen. Und das haben wir gerade bewiesen in der letzten Legislaturperiode, dass wir auf einem wirtschaftlich verdammt guten Weg in der Deutschen Bundesrepublik sind. Unsere Arbeitslosigkeit war noch nie so niedrig wie jetzt im Moment. Und das rechnen Sie in einem Zeitraum von 25 Jahren. Auch das muss man an dieser Stelle sagen und führt hier zu einer guten Konjunktur. Wir haben ein solidarisches Rentensystem. Ein solidarisches hinsichtlich des Generationenvertrages, und es ist solidarisch, weil es auch von allen Steuerzahlern mitfinanziert wird. Diese Solidarität ist auch an den vier Grundlagen des Sicherungssystems erkennbar. Erstens die Beiträge, zweitens das Rentenniveau, drittens die Frage der Laufzeit von Renten und die vierte ist der Bundeszuschuss. Denn ich will auch hier noch einmal sagen, auch das wird, Renten werden auch über Steuern mitfinanziert. Ich glaube, es sind im Moment im Haushalt 13,1 Milliarden Euro, die wir hier festgesetzt haben in der Steuerfinanzierung, auch gerade für die Mütterrente. Auch das noch einmal dazu, dass hier gesagt wird, wir müssten hier noch mehr tun. Und ich glaube, die Mütterrente hat gerade Kosten in Höhe von 13,1 Milliarden. Also sie ist steuerfinanziert. Und alles das, was ansonsten dazu gesagt hat, ist an dieser Stelle zumindest nicht ganz richtig. Lassen Sie mich auch noch ein Wort sagen zu dem, was immer wieder hier gesagt wird, zum Rentenniveau. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal nachgerechnet an der Stelle oder beziehungsweise nachgesehen, und man kann das auch nachlesen über die EAB. Im Jahre 2002 bei einem Verdienst von 23.341 Euro gab es eine Standardrente in Höhe von 12.356 Euro bei einem Rentenniveau von 52,9% vor Steuer. Im Jahre 2016 waren wir im Durchschnittsverdienst bei 30.020 Euro bei einer Standardrente von 14.367 Euro und ein Rentenniveau von 47,9%. Das heißt, ursächlich nur das Rentenniveau anzusetzen, dahingehend, es ist ein Hebel mit, es ist eine wichtige Stellschraube, aber es ist nicht die Stellschraube, die wir alleine nur bewegen müssen, wenn wir hier daran hingehen und da immer wieder so tun, wenn wir letztendlich das Rentenniveau in Anspruch nehmen. Denn auch das hat damit zu tun, dass wir natürlich es mit einer wirtschaftlich immer wieder unterschiedlichen Lage in Deutschland zu tun haben. Das ist doch die Ausgangslage, wie wir auch in der Berechnung sind. Worüber wir reden müssen. Und ich denke, das haben wir ja sogar bisher gesetzlich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, per Rentengarantie beschlossen, dass wir eben bis zum Jahre 2029 eben halt hier eine gesetzlich verankerte Rentengarantie haben, das Rentenniveau nicht unter 43% senken zu lassen.
zu senken. Ich denke, das ist die Garantie, die letztendlich auch da ist. Lassen Sie mich aber, weil so viel Zeit bleibt ja nicht, noch einen ganz wichtigen Part mit angehen, der meines Erachtens nach ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Diskussion heute über Rente. Wenn ich viele Leute sehe, auch hier oben, es sind Jüngere, es sind Ältere, eigentlich interessiert das, was ich vielleicht mit dem 65., 66. oder, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, mit 63 Jahren an Rentenleistungen auch bekomme. Das ist wichtig, und wichtig ist die Frage, bis 2030 ist das alles abgesichert, gut abgesichert mit Nachrüstungen. Wir werden über die betriebliche Altersvorsorge, über die BAVs neu reden. Wir werden einige Stellschrauben neu machen. Aber die Frage ist, was ist ab 2030? Wir haben heute 2017. Wir haben ganze Jahrgänge, die noch in Schulen, in Bildung, in die wir investieren müssen. Wenn wir nämlich jetzt nicht in Bildung investieren, wenn wir jetzt nicht für Bildung gut sorgen in Deutschland, und wir haben von der Bundesregierung hier eine Menge getan, um den Ländern hier behilflich zu sein, auch gerade in Bildung zu investieren, wenn wir uns nicht um die Jugendlichen kümmern, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass die Jugendlichen zwischen Schule und Arbeitsplätze denn dann uneingeschränkt den Weg in unsere Leistungsgesellschaft finden, dann werden kein Rentensystem, egal wie wir es denn dann machen, in den nächsten Jahrzehnten funktionieren. Weil das ist unsere Aufgabe jetzt, darauf mitzuachten, dass wir jetzt gucken, wie geht es der nächsten Generation auch, die ins Arbeitsleben kommt, und wie schaffen wir hier die Arbeit an der Stelle, damit Menschen auch über 45 Jahre Leistung erbringen. Und dazu haben wir auch Gesetze in dieser Legislaturperiode beschlossen. Ich erinnere hier wirklich an die Rehabilitation, und ich erinnere aber auch an das Präventionsgesetz, was wir jetzt erstmals wirklich in dieser Legislaturperiode dazu auch mit aufbauen können, um in den nächsten Jahren hier Menschen auch mitbehilflich zu sein, den Arbeitsplatz letztendlich und die Leistung zu bringen. Denn eins ist auch klar. Es geht nur mit einer guten Leistung, einem guten Arbeitsplatz, einer guten Bezahlung. Ansonsten wird es keine auskömmliche Rente geben. Aber da sind auch Tarifpartner mit im Boot. Sie werden hier überhaupt nicht genannt an der Stelle. Und ich denke, auch an der Stelle sind Tarifpartner. Natürlich müssen Sie mit dafür Sorge tragen. Denn das kann doch keine gesetzliche Aufgabe sein. Es ist nicht meine Auffassung hier, dass wir im gesetzlich hier regeln, in Tarifverträge mit hineinzugehen. Da sind wir unterschiedlicher Meinung an der Stelle. Aber ich denke, wir können eins nicht tun, und das sollten wir auch als Gesetzgeber nicht tun, hier einzugreifen. Und wir sollten noch eins nicht tun. Wir sollten den Menschen sagen, es ist nicht erstrebenswert, von Sozialhilfe und Grundsicherung denn dann zu leben. Es ist erstrebenswert, sein Leben selbst gestalten zu können in einer offenen, in einer freiheitlichen Gesellschaft, und dieses denn dann auch zu ermöglichen. Dazu sind wir da. Dazu haben wir eine Menge in Deutschland getan. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das auch in Nordrhein-Westfalen dann auch erreichen können, jetzt, wenn dann die Wahlen anstehen am 14. Mai. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir es vielleicht schaffen werden, auch in Nordrhein-Westfalen etwas mehr zu tun, für die Bildung etwas mehr zu tun, für die Menschen in Arbeit zu bringen und unser Land denn dann wirklich auf gute Füße zu stellen. Ich sage unser Land, denn ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Denn dieses Land hat es verdient, eine neue Regierung zu bekommen. Herzlichen Dank. Abschließende Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Dagmar Schmidt für die SPD.